Ja, Leute, willkommen zurück zu Resident Evil Revelations. Hier steht, suchen Sie das gesamte Schiff nach mächtigen Waffen ab. Und mir ist eingefallen, es gab doch die Schrotflinte und da unten musste man noch was einsetzen. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Jetzt denke ich mal, werde ich zurückgehen, wenn ich denn noch den Weg weiß. Ja, weil wir hatten noch die Schrotflinte da. Jetzt sag mir nicht, ich kann nicht zurück. Super. Oh, shit. Das heißt, ich muss mich dem Monster stellen. Scheiße, ey. Ich wollte die Schrotflinte nehmen, aber die kann ich ja anscheinend nicht mehr. Toll. Na gut. Dann müssen wir uns wohl die Monster so stellen. Ich habe mich übrigens auch ein bisschen erkundigt. Und man muss das Monster wohl irgendwie auf den linken Kopf zielen und schießen. Aber ich werde erstmal am besten die Grünkräuter und so einsammeln, die es hier halt gibt. Ja. Ne? Und mich dann erst dem Monster stellen. Hä? Was hat der für ein Problem? So. Das ist Mayday, Mayday geht langsam ein, echt auf den Piss. Scheiße, alles klar, ja gut. Dann wollen wir uns dem Viech doch mal stellen. Ja. The Queen's in the Opia. Und weg hier. So. Ja. Ach, das noch. Ich schieße den mal aufs Knie. Das hat aber vielleicht was gebracht. Oder auch nicht. Nein. Du brauchst gar nicht schießen. Okay. Nein, verdammt. Verdammt, verdammt. Ah, Hilfe. Scheiße. Verdammt. Oh, nö. Ah, Jail. Komm schon, Jill, komm schon. Dir schieße ich erstmal aufs Knie. So. Ist kaputt? Oder? Ah. Na, wo kommt der denn auf einmal her? Ey, das gibt's doch nicht. Ey. Scheiße. Oh, Menno. Oh, nö, das gibt's doch echt nicht. Fängt ja super an hier, echt. Drecksviecher. Das sind so viele auch. Das ist übelst scheiße. So. Ja, ist mir egal. Du Mensch bist du denn nicht? Ich schieße jetzt aufs linke Kopf. Gott, Hilfe. Hätte ich mal die scheiß Schrotflinte vorher genommen, ey. Drecksteile. So. Oh nein! Gott, Hilfe, Hilfe! Scheiße. Au. Doch nicht. Leute, ich bin hier echt im Verzweifeln, übelst. Shit. Oh Gott. Ich muss hier irgendwie weg. Au. Gott. Ist doch scheiße, ey. Ohne diese Schrotflinte, ne, bin ich so übelst machtlos.
Geh weg. Du auch? Ach, verdammte Scheiße, ey. Falsch. Okay. Wo kommen die alle her? Jetzt glaube ich, es bringt glaube ich gar nichts, die zu töten, weil es kommt immer wieder neue. Nächste Au. Ne, es hat keinen Sinn hier, echt. So eine Scheiße, ey. Aua. Ach Leute. Hätte ich doch mal die verdammte Schrotflinte mitgenommen. Verpiss dich. Scheiße, ey. Verdammte Mist. Sie nicht noch in? Ah, ich glaube, ich weiß noch, wo eine Gasflasche ist. Ja. Shit, ey. Ja, ich mache schon mal was anderes. Ich positioniere mich. Was ist das denn? Tagebuch des Kommunikationsoffiziers. Erster Tag zur Promenade zu gehen war die richtige Entscheidung. Essen und Getränke sind genug vorhanden. Ich höre dort draußen immer noch diese Biester, die gegen die Tür hämmern oder nach Beute suchen. Hier kommen sie nicht rein. Ich weiß nicht, ob noch jemand am Leben ist. Aber ich weiß, dass ich das hier überleben werde. Zweiter Tag. Scheiße, die Monster kamen durch den Luftschacht. Ich habe sie erledigt, bevor sie echten Schaden anrichten konnten. Für so etwas wurde ich ausgebildet und ich habe gut gelernt. Man sagt, dass Eigenlob stinkt, aber ich bin stolz auf mich. Gut, dass ich wach war, als es geschah. Tiefschlaf ist erstmal nicht drin. Dritter Tag. Nach der Überraschungsparty gestern konnte ich kein bisschen schlafen. Ich war am Ende mit meinen Nerven. Ich wünschte, ich wäre nicht der Einzige hier. Bin heute sehr müde, fühle mich unwohl, darf nicht krank werden, nicht bewegen, muss Energie sparen, halt einfach durch. Vierter Tag. Ich glaube, ich habe Fieber. Hoffentlich finden die Monster mich so nicht. Bin ich infiziert oder ist es nur eine Erkältung? Habe eine Riesenbeule am Kopf, Schmerzen, würde gern mit jemandem reden, einsam. Wie viele Tage sind das jetzt? Hab jemanden zum Reden gefunden, bin froh. Er ist lustig, erzählt viele Witze. Viele sind lustig. Ich lache. Sein Gesicht ist zu nah an meinem Gesicht. Er meint das auch. Kein Platz zum Bewegen. Habe gestritten. Er wollte das ganze Essen. Er aß Fleisch, leckeres Fleisch. Hab sein Gesicht gesehen. Kaut. Isst kein Fleisch für mich. Sah lecker aus. Sein Kopf so lecker. Okay, ist definitiv infiziert. Hilfe. Kann mich nicht bewegen. Gefangen. Ich nicht. Ich. Wer ich. Wer ist ich? Hilfe, bitte Hilfe. Mayday, Mayday. Ah. Mayday. Fleisch. Essen. Fleisch. Interessant, echt. Okay. Das ist hier dieser Offizierstyp. Der hier wohl Mayday, Mayday schreit. Und um Hilfe winselt. Ja, komm. Wo bleibst du denn? Da bist du. Heile. Ja. Auf die nächste Boss. Ah, verdammt. Okay. Oh, nö. Nein, falsche Richtung. Tasty. Wann stirbt er denn endlich mal? Au. Ich werfe gleich die verdammte Scheißgranate, die ich hier habe. Meine letzte Chance. Yay, Alter, ich hab's geschafft. Oder auch nicht.
Immerhin habe ich das dicke Ding da besiegt. Au, und ich habe Schatz, hab keinen Punkt weiter. Ja, ich muss mich jetzt so wehren. Es geht nicht anders. Tu was, Jill. Rettungsanschluss, geil. Oh, Mann, ey. Das war echt... Ja, schieß. Na komm. Yeah, hast du das gesehen? Au. Na komm schon, komm schon. Stirb. Oh, Mann. Das war echt... Keine Ahnung. Und ich habe nichts mehr. Ich habe keine Munition, gar nichts. Scheiße. Na toll. Gewehrmunition. Aber ich habe kein Gewehr. Kann ich jetzt wenigstens wieder zurück? Scheiße. Es gibt kein Zurück mehr. Verdammte Kacke. Ich bin am Arsch. Nee. Verdammt. Ich wollte das Schrotgewehr doch noch haben. Toll. Ja, sorry. Gibt es vielleicht irgendeine Möglichkeit, das noch zu kaufen oder so? Wie bei Resident Evil 5? Oder so? Keine Ahnung. Rettungsringschlüssel verwendet. Wenn hier jetzt noch irgendwelche Kackviecher auftauchen, ne? Dann ist das übelst fies. Aha. Ich habe dann noch mal einen Schraubenschlüssel. Schraubenzieher, sorry. So. Ja, wir kennen es doch jetzt schon, ne? So. Die dürfen sich wohl irgendwie nicht überkreuzen. War doch. Aha. Oh, das ging aber schnell. Aber trotzdem. Ich schaue mich erstmal noch eine Weile um. Es gab hier doch noch einen Raum. Hier hinten. Da, seht ihr? Den meine ich. Bitte lass hier irgendwo grünes Kraut sein. Bitte, bitte. Oder Munition oder irgendetwas. Scheiße. Ja, und was ist das jetzt hier? Na toll. Ich kann nicht mehr zurück. Scheiße. Na super. Tja, das war's wohl mit der Schrotflinte. Ich wollte sie gerne haben, aber ich kann es jetzt vergessen. Naja, muss ich wohl doch hier durch. Scheiße. Naja, ich habe ja keine Munition mehr. Ich kann mich nur noch mit meiner Granate wehren, die ich habe. Und warum dauert das jetzt so lange? Ah gut, da ist nichts zum Glück, ey. Das wäre echt übelst scheiße. Ich gehe mal... Wo bin ich überhaupt? Ich gehe mal zur Brücke. Ich hoffe, das war die richtige Entscheidung. Zackig, zackig, zackig. Ich habe keine Zeit. Aha, hier ist irgendwas. Da oben. Ein Objekt. Aber da komme ich nicht dran. Na toll. Aber hier war ich doch schon. Hier ist ein Tresor. Ach ja, dieser Kartenleser. Ich vergesse das immer. Aber vielleicht komme ich doch noch irgendwo zu meinem Schrotgewehr. Hoffe ich zumindest. Ich habe doch... den Schuss und den hatte ich schon, okay. Du bist schon tot, ja. Nun stehe ich hier mit nichts. Na toll.
Ja, sorry für dieses Hin- und Herlaufen. Aber ich versuche wenigstens irgendwo noch Munition oder Heilkräuter zu finden, damit ich wenigstens etwas meinen Arsch retten kann. Aber sieht schlecht aus für mich, glaube ich. Oder habe ich vielleicht doch noch eine Chance? Ich bin echt gespannt. Im Schließfächern war nichts, ne? Nee. Hier war ja schon. Ja. Nee, hier ist nichts. Mist, ey. Geh ich mal durch diese Tür. Noch ein Fahrstuhl. Untere Kabinen. Ich gehe mal untere Kabinen. Ich glaube, ich komme doch noch zu meinem Schrotgewehr. Glaube ich zumindest. Warum habt das jetzt so? Alles klar. Ja, ich glaube, ich komme doch noch mal hin. Was haben wir denn hier? Schloss entfernen. Mein Leben ist aber nur zwei. Ja, toll. Hilft mir jetzt übelst viel. Wo war das Schrotgewehr? Wo war das denn nochmal? Hieß doch nur das Klo. Ein kaputtes Fenster. Ach ja, kaputte Kabine. Nein, hier waren unsere Waffen. Ich wollte es schon viel früher holen. Aber dann habe ich es vergessen. Und ich schäme mich für mein missglücktes Handeln. Hier ist auf jeden Fall was. Oh Mann, das mit dem Blut da und so. Das beeinträchtigt übelst meine Sicht. Und ich hasse es. Ich will auf jeden Fall irgendwie ein grünes Kraut haben. Oder Munition. Nee, Kartenlese brauche ich hier. Gehe mal zu den oberen Kabinen. Nee, dafür habe ich den Schlüssel noch nicht. Memo. Ich fühle mich übelst unwohl. Mit meiner Pistole, die zu nichts taugt. Ich hoffe, die Gegner lassen mich jetzt in Ruhe. Ich suche jetzt nach meinem Schrotgewehr. Das wollte ich unbedingt haben. Ah, da ist es. Ja. Oh, ich fühle mich sicherer. Ja. Geil. Oh mein Gott, nein. Siehst du, das habe ich gemeint. Ja, erledige du das mal. Ich möchte Munition sparen. Mir geht's scheiße. Okay, wenigstens habe ich eine Waffe mehr, die meinen Arsch rettet. Jills Arsch. Gut, 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 haben wir es doch. Aber keine Ahnung. Jill, dir geht's übelst scheiße. Und ich kann dir nicht helfen. Hier ist nichts, okay. Na gut, dann begeben wir uns mal zurück. Zu den. Ja, zur Brücke oder so.
Ich will nicht kaputt gehen. Ich habe keine Heilkräuter mehr, gar nichts. Und so wenig Munition, scheiße, ich muss sie ernsthaft einplanen. Warum hackt das jetzt so? Ach, Jill, du tust mir so leid. Oh, wieso habe ich die Kiste nicht vorher schon gesehen? Okay, gucken, was ich hier machen kann. Ja, mache ich mal das. Und das. Ja, alles klar. Wenigstens Edward. Für meine Jill Valentine. Der wird doch helfen wollen. Kann ich jetzt hier irgendwas machen? Nein. Okay. Ist hier vielleicht irgendwas für mich? Gott, kann ich hier durch? Nein, kann ich nicht. Verdammter Mist, ey. Ja. Geh nochmal nach oben. Ich wette, ich habe irgendwas übersehen oder so. Aber ich weiß gerade irgendwie den Weg nicht mehr so wirklich. Wobei, nee, von hier bin ich gekommen. Boah, diese Sicht, die stört mich. Mit dem Blut. Alles. Ja, jetzt bin ich im Kreis gelaufen. Ja, toll. Und jetzt? Wo muss ich denn nochmal hin? Ja, ich gehe mal hier hin. Von da bin ich doch gekommen. Hä? Mann, da ist doch ein Fahrstuhl. Da kann ich doch hin. Ha. Ah, toll. Scheiße. Ja, gut, Leute. Ich mache hier erstmal einen Cut. Sorry für das blöde Rumgerenne. Und das nur wegen dieser blöden Schrotflinte. Und ich habe wenigstens diesen Typen besiegt. Naja, mal gucken, was mich sonst noch so erwartet. Und ich hoffe, ich gehe nicht allzu schnell kaputt. Also bis dahin, hier bei Revelations. Bis dann.